Holz von Titisee Neustadt. Pauline Meyer, die leider verletzt in Freiburg geblieben ist. Und bei Marburg fehlt noch immer Esther Focke, die noch immer bei ihrer Familie in Holland weilt. Patrick Unger hofft, dass sie nächste Woche wieder in Marburg zurück ist. Und natürlich fehlt auch noch immer Kalis Poelstra, die sich bei ihrem ersten Training für die neue Saison verletzte. So wie Lena Graf, die angeschlagen ist und auch noch nicht spielen kann. Soltau hier im Post-Op gegen Van der Klucht. Soltau ist viel länger. Van der Klucht hat wahrscheinlich ein bisschen mehr Körper. Fitzpatrick aus Transition, schneller Dreier, Rebound bei Soltau. Eine der vielen jungen Spielerinnen mit deutschen Roots, von denen ich nachher mal ein bisschen mehr erzählen möchte. Ein Korb von Zakaya Winfield, eine Aufbauspielerin, die extrem gut rebounden kann. Und hier einen sehr schwierigen Korbleger abschließt, gefoult wird und ein Bonusfreiwurf bekommt. Kapitza mit dem Rebound, aber schlechter Pass raus auf Reed, Steal von Klett und 2 Punkte für Marburg. Christa Reed aus der Ecke für 3, Fehlwurf, guter Rebound da von Fitzpatrick. Freiburg mit 3 deutschen Spielerinnen in der Anfangsformation. Vor ein paar Wochen, als Herne hier gespielt hat, war das etwas anders. Baskerville gegen Kapitza und der amerikanische Schrittfehler von Baskerville, den sie eigentlich mittlerweile loswerden sollte, weil es ist nicht mehr ihr erstes Spiel in der Liga. Sehr viel Druck am Ball von Marburg. Jetta Daub schmeißt den Ball ins Aus. Ballbesitz zurück bei Marburg. Mit einem Penetration, aber ein Pass auf Marvin und das ist das Maskottchen und der spielt nicht mit. Fabian so in einem Hornset, viel aus dem Hornset mit dem Post-Up jetzt von Winfield, aber die wird verpasst. Van der Klucht versucht das Foul zu ziehen gegen Soltau, trifft den Ball dann, den Wurf dann nicht. Holt dann Offensiv-Rebound, holt den Rebound nochmal, nachdem sie den Ball daneben geworfen hat und schmeißt dann sehr clever den Ball übers Bein von Soltau ins Aus. Einwurf. Marburg mit noch 12 Sekunden auf der Wurf. Skank. Fitzpatrick etwas innerhalb der Dreierlinie. Rebound von Soltau, die dann etwas zu langsam schaltet, um Fastbreak zu spielen. Klett hängt sich an den Ball und es gibt einen Sprungball, Alternating Possession, der Ball geht an Freiburg. Handoff von Reed, gefolgt von einem Screen von Soltau, die geblockt wird. Wieder Winfield unter dem Korb wuselt und sich dort den Rebound holt. Sehr hohes Tempo jetzt von Skank, die allerdings den Wurf daneben wirft, aber sehr gut zog. Winfield jetzt auf der Aufbauposition, Pick and Roll mit Soltau, doch kein Pick and Roll. Christa Reed in der Ecke und trifft den Dreier.
Schrittfehler, weil das ist Freiburg. Wieder ein amerikanischer Schrittfehler. In diesem Fall von Rachel Klett. Sozusagen eine Franzosin, aber hat in den USA gespielt und ja, macht dann den gleichen Fehler. Ausfällt Mariana Bifatov jetzt bei den Marburgerinnen. Die für viele große Überraschung der Saison. Sie ist die dritte Scorerin vom BC Faberserve Marburg mit 8,4 Punkte im Schnitt. Und das hatte nicht, haben nicht viele Menschen vorhergesagt, vermute ich mal. Daub, Ballscreen mit Kapitza, die abrollt. Daub zieht weiter zum Korb. Guter Rebound von Baskerville. Dragscreen abgerollt. Sehr schön in einem Fluss. Baskerville, die nach ihrem Rebound weitergesprintet ist. Direkt einen späten Block in Transition oder einen frühen im Halbfeldangriff stellte. Sehr gut abrollte zum Korb und auch mit sehr viel Kraft da hochging und gefault wurde. Mary Baskerville. Defense! Daub auf Soltau, Soltau auf Reed, Reed aus der Ecke, zweite Dreier daneben, Offensiv-Rebound Kapitza. Winfield unter dem Korb wird von drei Leuten verteidigt, aber verliert den Ball halb, kriegt den Ball dann doch noch wieder zurück. Und der Ball nach einem Foul. Wechsel Marburg-Foul, Marburg Nummer 22, Michaela van der Klüft. Von der Klüft. Zweites Teamfoul und Freiburg wechselt auch. Bei Marburg im Spiel mit der 5, Maggie Menadier. Bei Marburg jetzt im Spiel mit der 5, Maggie Menadier und mit ihrem Alter auf dem Trikot als Rückennummer auf dem Spielfeld, Mirna Paunovic. Eine lebende Legende für mich. Und ich werde auch später noch mal was zu Mirna Paunovic sagen. Jetzt haben wir ein Problem mit der Wurfuhr. Der Schiedsrichter hat es gut wahrgenommen. Wechsel Marburg für von der Klüft raus, Juba rein. Die 33, Lennart Juba. Defense. Daub aus dem Einwurf raus, Pass raus auf Paunovic, Dreier daneben, Soltau ins Post-up, hookt Baskerville, aber wird nicht gepfiffen, also kein Foul. Danach der Ballverlust und die zwei Punkte von Paunovic. Hier ein sehr kleinlich gepfiffenes Foul von Britta Daub gegen Menadier. Freiburg Nummer 17. Nee, gegen Bifatov, sorry. Erstes persönliches, zweites Foul. Erster Foul von Britta Daub. Bifatov auf Baskerville, Juba. Kalt von der Bank und erste Aktion, ein Dreier. Rebound und zwei Punkte, Mary Baskerville. Baskerville fängt wieder super an, genauso wie im Heimspiel gegen Herne. Es ist zu hoffen für Marburg, dass sie von Fouls verschont bleibt, weil das ist das große Problem bislang gewesen. Pick and Pop hier, Soltau unter dem Korb, trifft nicht, Maynard Jaden Rebound. Bifatov mit einem viel zu risikovollen Pass auf Baskerville. Das ging nicht, das war viel zu voll. Und durch ein Foul wird der Fast Break abgestoppt.
Beide Mannschaften, Wechsel bei Freiburg, Luisa Nufer jetzt und Spiel für Marburg mit der 4, Camila Martinez. Daub noch immer auf der 1. Da kommen ein paar Sachen aus dem Playbook von der Princeton Offense. Die führen dazu, dass Mirna Paunovic von ihrer absoluten Lieblingsposition, 45 Grad Winkel von der linken Seite, den Dreier trifft. Magali Menadier, sehr gute Dreier, aber daneben wieder den Offensivrebound von Baskerville. Sie allerdings den Ball klauen lässt von Mirna Paunovic. Nufer hinter der Dreierlinie. Ein Airball, wobei man sich noch streiten kann, ob Lena Juba jetzt den Ball da berührt hatte oder nicht. Ich denke nicht, dass Luisa Nufer den Ball einen Meter daneben wirft, ohne dass da was passiert hat. Aber gut, Ballbesitz Marburg, Bivatov gegen Daub. Marburg verteidigt diese direkte Blocks von Marburg extrem aggressiv. Coach Harald Jansson hat mal gesagt, dass er das macht nach einem Modell der St. Louis Royals aus den Jahren 2009, 2010. Und es führt bislang zu Erfolg, weil aus dem Pick and Roll hat Marburg bislang noch nicht viel geholt. Einwurf und sehr schnell weitergesprintet von Menadier. Sehr gut gespielt. Und 2 Punkte zum 10-12. Bivatov gegen Daub. Daub verliert den Ball gegen Bivatov. Macht ein Foul. Und ja, weil sie die letzte Spielerin war, bedeutet das 2 Freiwürfe. Unsportliches Foul. Und Einwurf für zweites persönliches. Drittes die Foul. BC Farmers auf Marburg an der Mittellinie. Und Einwurf Marburg. So, die Deutschriege bei. Wechsel. Bei den Eisvögeln wird ausgetauscht. Britta Daub mit 2 Phasen auf die Bank und neu reinkommt Joanna Scheu, auch bekannt unter dem Namen Joe Buckets. Und Joe spielt diese Saison zum ersten Mal bei der Mannschaft aus Freiburg. Joanna Scheu ist erst 17 und eins der größten Talenten auf der Aufbauposition in Deutschland. Sie spielt auch da an der Stelle, wo wahrscheinlich normal Pauline Meyer spielen würde. Aber wie gesagt, die ist jetzt krank zu Hause und gute Besserung, Pauline. Fitzpatrick gegen Soltau. Über Soltau zu werfen, ist nicht so eine tolle Idee. Das Doppelteam hier, was auch nicht so gut verarbeitet von Freiburg. 2 Punkte, Marburg 10. Winfield, Ballverlust und 2 Punkte für Mara Fitzpatrick. 14-12 für die Marburgerinnen. Ja, was kann man zu diesem Spiel sagen? Das Erste, was man vielleicht sagen muss, beide Mannschaften haben sehr viel Belastung gehabt in den letzten Wochen. Beide Mannschaften haben unter der Woche im Pokal auswärts gespielt. Marburg war in Herne. Freiburg war in St. Louis, hat da 2 Overtimes gehabt, also haben insgesamt 50 Minuten spielen müssen. Der Marvin, der hört nichts, es ist zu leise alles hier. Es kam dann letztlich zu einem sehr glücklichen Sieg für St. Louis, wo Freiburg eine sehr gute Leistung gebracht hat und St. Louis wirklich durch Foulbelastung vor allem der Freiburgerinnen das Spiel an sich zog. Marburg gewann das Pokalspiel in Herne, auch eine enge Kiste, aber ohne Verlängerung. Und Freiburg ist jetzt zum 3. Mal in 8 Tagen unterwegs und das ist schon eine große Anstrengung. Also vor ein paar Wochen spielte Halle hier, die hatten eine gleiche Belastung, die haben das nicht gut verkraftet.
Freiburg macht auf mich einen viel fitteren, einen viel ausgeruhteren Eindruck als damals Herne. Und wird das, offenbar verkraften sie es besser als Herne damals. Ja, das zehnte Spiel der Liga. Der BC hat bislang 3 Spiele gewonnen. Die Eisvögel haben bislang 5 gewonnen und 4 verloren. Der Start der Freiburgerin war nicht so gut. Sie hatten eine japanische Zentrumspielerin, die hat sich das Kreuzband gerissen. Da kam ein Ersatz. Der Ersatz hat zwar viele Punkte gemacht und sehr viele Rebounds geholt, aber passte irgendwie nicht ins Mannschaftsgefüge und ist wieder nach Hause. Und seitdem läuft es bei der bei den Eisvögeln. Und ja, Radjanson und ich haben uns im Vorfeld noch ausgetauscht und dann habe ich gesagt, ja, es ist also Addition by Subtraction gewesen. Hier zieht Maynard Jay sehr gut über rechts zum Korb, keine Hilfe und 2 Punkte. Und der Auszeit von Harald Jansson hat noch nicht das bewirkt, was er wahrscheinlich bewirken wollte. Ein wenig Wechsel Freiburg. Dieses Tempo und diesen Rhythmus der Marburgerinnen zu stören. Einwurf scheu. Christa Reed. Daneben und rein. Es ist gut für die Statistiken vom Offensivrebound. Da hat sie in einem Angriff, glaube ich, 3 Offensivrebounds geholt. Sehr schöner Backdoor-Pass von Lena Juba auf Maynard Jay. Und 2 Punkte Camilla Martinez. Die ein bisschen unglücklich verteidigt wird. Aber der Offensivrebound an Martinez und ein Putback. Hier das Foul von Juba gegen Paunovic. Foul, Marburg die 33, Lena Juba, erstes persönliches, 4. TV. Und Grundlinieneinwurf, Eiswirbel. Reed, die da sehr clever die Position kriegt gegen Martinez. Viel zu leicht eigentlich. Das muss. Paul Marburg Nummer 4, Camila Martinez, erstes persönliches. Das kann Martinez eigentlich nicht passieren, sowas. Das ist zu einfach. Christa Reed auf der Freiwurflinie. Derzeit die zweitbeste Scorerin bei Freiburg mit 10,2 Punkte pro Spiel. Eine Spielerin, die, wenn ich einen guten Tag habe, locker mal über 30 Punkte machen kann. Viel Erfahrung, Australien, Irland. Und ja, ist jetzt, ich glaube, zu dem dritten Jahr in Freiburg und hat an College war sie an der Vanderbilt University in Nashville, Tennessee. Und ja, es gefällt ihr offenbar in Freiburg, weil sie noch immer in Freiburg ist. Und es ist eigentlich ziemlich außergewöhnlich, dass amerikanische Spielerinnen so lange bleiben. Also spricht für Freiburg, aber spricht auch für Reed, finde ich. Hier Paratzek mit einem schönen Step-Through und einem rechtshandigen Korbleger. Auf dem Spielfeld jetzt Paratzek mit ihren 17 Jahren, Johanna Scheu mit ihren 17 Jahren. Also es ist die Freiburger Schule, es ist die Freiburger Philosophie, die ich liebe, muss ich ehrlich sagen, um so viel möglich junge deutsche Spielerinnen auch Chancen zu geben. Die sind nicht nur im Kader und stehen auf dem Spielberichtsbogen, sondern die werden auch wirklich ihre Chancen auf dem Spielfeld bekommen. Sehr schön. Juba rollt zum Korb nach ihrem Screen. Kapitza holt den Rebound, fliegt dann auf den Boden. Und dann kriegt Martinez ein Foul. Und Foul, aber Nummer 1, Wigan Skank. Erstes persönliches. Oh, Skank kriegt das Foul. Und Kapitza auf der Freiwurflinie.
Und hier kommt die Zuschauerfrage für heute Abend. Emily Kapitza kommt aus Schramberg. Wer kennt es nicht? Und ja, die Frage ist also, wo ist Schramberg? Haben Sie jedenfalls eine sehr gute linkshändige Basketballspielerin her. Aber Kapitza ist schon sehr lange in Freiburg, ist oder war mittlerweile, denke ich, am Sportgymnasium. Juba wieder mit einem fantastischen Backdoor-Pass, diesmal auf Martinez. Und zwei Punkte, schöne Spielzüge an beiden Seiten. Bisher ein sehr gutes Spiel. Shuffle Cut, Screen to Screener, High Post, High Pick and Roll hier mit Reed. Choi sinkt ab in die Ecke, freie Dreier daneben. Skank schiebt Bratzig weg. Und Martinez fängt sehr interessant den Ball. Wir haben noch 3 Sekunden auf der Uhr. Dreier von Juba daneben. Sie hätte wahrscheinlich auch noch die Chance gehabt, zu Korb zu ziehen, aber sie hat sich anders entschieden. 22-20, wie gesagt, ein bislang sehr gutes Spiel von beiden Seiten mit Freiburg, die etwas Probleme haben mit der Pressverteidigung von Marburg, wodurch Marburg sehr einfache Körbe kriegt. Freiburg etwas mehr an der Freiwurflinie. Ja, was kann man noch mehr sagen? Es muss eigentlich ein enges Spiel werden. Freiburg gewinnt oder verliert ihr Spiel im Durchschnitt mit 6 Punkten, machen 71 Punkte pro Spiel. Der BC Marburg erlaubt 71 Punkte im Spiel. Also das ist interessant, was da jetzt passiert. Wer willkommt über oder unter diese 71? BC Marburg ist offensiv ein bisschen schwächer. Die machen 67 pro Spiel. Und sind damit 4 Punkte schlechter als Freiburg. Freiburg andererseits erlaubt wieder 77 Punkte pro Spiel. Und das ist ziemlich viel. Und sind jetzt auch schon 22 Punkte auf dem Konto bei BC Fabersdorf Marburg. Also es kann schon sein, dass da eine, ja, vielleicht in der Verteidigung ein bisschen mehr passieren muss, weil sonst geht es Richtung 100. A little bit of information for the foreign viewers. Marburg's coming in at 3-6. Freiburg is at 5-4. Freiburg's coming off a tough week. This is the 3rd road game in 8 days. And for those who think that they're traveling by plane and staying in luxury hotels, no, they travel on a bus and they drive back after the game and go back to work, or go back to school, or to the university early next morning. So it's this is not a typical pro team. The conditions they have are very good, and they do a great job forever in this league. And it's one of the mainstays in the league. And both teams obviously have recovered well from the cup game they had past Wednesday, so it's interesting to see what the rest of this game will bring and who can sustain this pace, because the pace is pretty high. Harald Jansson is speaking to his players. Harald Jansson was my assistant coach from 2001 to 2003, and he is also the general manager of the team. And he has been the mainstay in Freiburg forever, so one of the great people in the game. So here are a little bit of stats for everybody. Baskerville leads with 6 points together with Maynard Jay. I believe Maynard Jay scored 3 layups right-handed, being a left-handed player, so she must have been coached very well. Krista Reed with 7 on the Freiburg side. Rebounding is equal.
So the rebounds, the turnovers, everything is pretty even. So it's not amazing that it's 22-20 Marburg. Jetzt geht's weiter. Ja, wir hatten was technische Probleme, aber wir machen weiter. 22-20. Joanna Scheu noch immer auf der 1 mit der Foulbelastung von Britta Daub. Handoff, Ballscreen, Kapitza raus. Sollte auch rein. Wenn Basketball jetzt clever ist, nimmt sie ein bisschen Abstand von Kapitza. Da geht Scheu. Die passt auf der cuttende Kapitza, die viel zu leicht zum Korb geht. Da muss Basketball viel aggressiver und viel härter verteidigen, dass sie den Weg zum Korb wegnimmt, weil das war ein sehr einfacher Korbleger. Scheu gegen Skenk. Baratzik im Post-Up. Ball Reversal über Soltau mit einem Shuffle-Screen und einem Screen-the-Screener-Action, die nicht mehr kam durch den schönen Curl-Cut von Paula Baratzik. Die von der Freiwurflinie werfen kann. Mary Baskerville, erstes persönliches, erstes Teamfoul. Papa Zvonimir Baratzik ist auch ein Urgestein im Freiburger Basketball, hat er sehr lange gespielt und hat wahrscheinlich seine Tochter, ich habe Zvonimir 2001 noch spielen sehen bei den Eisvögeln oder bei den USC, das sind keine Eisvögeln. Und seine Tochter tritt in seine Fußsporen, ist eine sehr talentierte Spielerin. Wenn sie noch etwas besser machen könnte, glaube ich, ist das Werfen. Aber vielleicht kriegen wir das noch alles hin. Eine, die werfen kann, ist Martinez. Und die aus der Ecke nach einem sehr guten Skip-Pass. Den Dreier, hier kommt das Doppeln. Nein, Scheu dribbelt aus dem Doppelteam raus. Soltau oben an der Dreierlinie zieht dann nach rechts. Das ist eine Ausnahme, weil sie ist extrem gut, wenn sie nach links geht. Und wird dann gefoult von Baskerville, was viele Leute nicht verstehen, aber was absolut ein Foul war. Für Camilla zurück im Spiel, die Nummer 0, Rachel Kleitz. Kapitza versucht den Backdoor-Pass auf Scheu. Der Ball prellt an verschiedene Beine und dann letztlich berührt Fitzpatrick den Ball und geht über die Grundlinie. Noch 2 Sekunden auf der Wurfuhr. Also es wird eng. Mal sehen, ob jemand das kapiert. Ich glaube es nicht. Nee. Fuß im Aus, Ballbesitz Marburg. Joanna Scheu stand nach dem Einwurf noch immer im Aus. Ja, und wenn sie dann den Ball bekommt, dann ist der Ball auch im Aus. Aber das hätte auch nichts gebracht mit der Wurfuhr bei 0. Skank gegen Scheu jetzt. Klärt die direkten Block. Nee. Kein direkten Block bekommt, sondern Skank ein Handoff. Und die zieht gegen Joanna Scheu. Die auch wieder sehr leicht punktet. Viele leichte Korbleger bislang für BC Farmers of Marburg. Horn set. Da geht Soltau mal wieder. Annika Soltau aus Speyer, eins der größten Talente der deutschen Basketballdamen-Riege. Sie spielt ein Jahr noch hier in Freiburg, wird ab der nächsten Saison spielen in der Bundesstaat Washington für die University of Washington, das sind die Huskies sind. Und die spielen in Lila und Weiß. Und Freiburg darf eine Saison genießen von dieser Spielerin, weil es ist wirklich ein sehr großes Talent. Scheu zieht gegen Skenk. Ein bisschen mit Gewalt und Kopf runter. Aber das Foul ist von Mary Baskerville. Beide Mannschaften faul, Marburg Nummer 24, Mary Baskerville. Und das ist ihr drittes Foul schon. Das ist das immer wiederkehrende Problem bei Mary Baskerville.
Gut gespielt, aber falsch. Hier kriegt jetzt Freiburg einen Grundlinieneinwurf, wo ich denke, der Ball muss eigentlich auf die Freiwurflinie. Weil sie wollte gerne werfen, aber kam überhaupt nicht dazu. Menadjé Skenk von der Klücht, sehr gut geholfen von Britta Daub, die mit ihren zwei Fouls wieder zurück ist auf dem Feld. Soltau springt auf eine Wurftäuschung. Dadurch eine freie Wurf für Fitzpatrick aus der Ecke. Aber Van der Klucht kriegt den Ball noch nicht unter in den Korb. Menadjé zieht gegen Kapitsa, geht nicht. Klett muss ein bisschen unter Druck der Wurfuhr werfen. Rebound Kapitsa, Daub in Transition. Pull-up-Jumper, daneben Rebound Van der Klucht. Tempo wieder hoch, es ist 4 gegen 3. Können sie es ausnutzen? Menadjé, freier Dreier, Korbleger, Outside Freiburg. Es war fast vorher zu sehen. Ja, ich habe schon gesagt in der kurzen Vorschau, Esther Focke fehlt bei Marburg noch immer. Zweitbeste Scorerin mit 11,3 Punkten. Ist natürlich schon eine Spielerin, die für Marburg extrem wichtig ist. Bislang haben sie es allerdings sehr gut verkraftet, muss man sagen. Aber es ist für Esther sowohl wie auch für den BC Marburg zu hoffen, dass sie demnächst auch wieder in Marburg sein wird und das Training wieder aufnimmt und spielt. Ja, Freiburgs Jugendbewegung. Also wir haben mit Baratzik, Nufer, Soltau, Daub, Kapitsa haben wir ja 5 Deutsche auf dem Spielfeld, die auch wirklich signifikante Spielzeiten bekommen. Und das ist sehr schön in meiner Optik. Das sind viele Vereine, die sich nur auf Ausländerinnen verlassen. Und ja, die Kontinuität, die Freiburg dadurch auch schaffen kann, ist immer wieder beeindruckend. Ich habe immer den Eindruck, dass Freiburg die Mannschaft aufbaut um die Deutschen und nicht um Ausländerinnen. Und das ist immer sehr erfreulich. Ich weiß, dass Patrick Unger zum Beispiel auch mit Annika Soltau in Verhandlungen war oder der BC Marburg. Aber Soltau hat sich letztens dann für Freiburg entschieden. Ich weiß auch, dass Patrick Unger gerne noch ein paar junge Deutsche hier hätte. Und müssen mal gucken, was da in der Zukunft sich tut. Vorerst sieht es gut aus mit 8 Punkten Vorsprung. Winfield, die hier sehr gut verteidigt wird von Skenk, aber etwas höher springt und über Skenk wirft. Ganzfeldverteidigung jetzt von den Eisvögeln. Skenk gegen Winfield. Skenk in die Zone rein, aber kommt nicht weiter. Ball ist bei Klett, die penetriert. Kickout von der Klücht, die gegen Soltau zieht. Kickback, aber Ballverlust. Von der Klücht spielt bislang unglücklich. Ein paar Fehlwürfe. Von der Klücht, die sehr gute Spiele hintereinander gespielt hat. Aber heute noch nicht so toll gespielt. Dreier von Reed aus der Ecke. Harald Jansson feuert seine Mannschaft an. Patrick Unger macht das Gleiche. Zwei sehr gute Coaches in meiner Optik. Zwei der absolut besten der ganzen Liga. Pick and Roll mit Juba, die hier sehr gut abrollt. Und jetzt zu spät zurück ist zusammen mit Skenk und ein Transition Layup von Kapitsa, die sehr hart gefoult wird. Sehr hart gefoult Wechsel wird von Schützewechsel Freiburg, Foul Marburg Nummer 1 Skenk. Gegen Skenk, zweites persönliches, viertes Teamfoul. Harald Jansson erzählt mal, was er von den Schiedsrichtern hält, so zu hören und zu sehen. Ist er nicht so zufrieden? Ich kann es auch verstehen. Es ist ein bisschen unklar ab und zu, was die pfeifen. Du hast auch hier, hättest du locker ein unsportliches Foul von Skenk pfeifen können, weil sie extrem hart auf den
ja, auf den Arm eigentlich von Capezza ging. Man kann dann sagen, ja, sie hat versucht, den Ball zu spielen, aber na, das weiß ich nicht. Klett findet Juba und Juba stürzt fast und wirft dann daneben. Das wird auch schwierig. Soltau zieht gegen Van der Klöch, die beide auch schieben. Da kannst du auch einen Foul pfeifen, aber es wird nicht gepfiffen. Hier klaut Skenk den Ball von Capezza. Wechsel Freiburg. Und ein sehr später Pfiff besorgt Capezza dann zwei Freiwürfe. Wechsel beide Mannschaften, Foul Marburg. Die 1 Wiggins Skenk, drittes persönliches. Das ist auch von Skenk das dritte Foul. So we have 3 fouls on Skenk and 3 fouls on Baskerville on the Marburg side. No foul trouble yet for Freiburg. Capezza auf der Freiwurflinie. Capezza war auch fast eine Saison raus mit einem Kreuzbandriss. Hat sich da mittlerweile sehr gut erholt und ist wieder auf einem sehr guten, hohen Niveau. Wechsel mit Freiburg. Die 22-jährige Capezza wird jetzt ersetzt von den 47-jährigen Mirna Paunovic. Wie gesagt, für mich eine lebende Legende. Ich habe noch gegen sie gecoacht. Sie kommt ja aus Bosnien-Herzegowina, hat 2 Töchter. Sie arbeitet in Freiburg in einer Justizanstalt. Aber ist schon seit 2005 in Freiburg. Also du kannst eigentlich fast sagen, dass es eine Freiburgerin ist. Und hier ein sehr schönes Anspiel von Whitfield auf Soltau im Mismatch. Soltau hat dann einen sehr einfachen Korbleger. Aber Paunovic ist wirklich eine absolute Legende für mich in dieser Liga. Und ich denke sogar im internationalen Basketball. Wenn ich vor einer Spielerin Respekt habe, ist es vor Mirna Paunovic. Die auch im Pokalspiel am Mittwoch wieder weit über 30 Minuten auf dem Spielfeld stand. Daub mit dem Offensivrebound, Reed mit einem 2,5 Punkter, ungefähr mit der Ferse auf der Freiwurflinie, auf der Dreierlinie. Juba zielt, Juba kriegt einen Schlag ins Gesicht von Daub, die jetzt auch 3 Fouls hat. Freiburg, Foul Freiburg Nummer 17, Britta Daub, drittes persönliches, erstes Teamfoul. Physiotherapeut Andreas Almenrock guckt sich jetzt mal an, was mit Lena Juba ist. Aus der Ferne hat es ausgesehen, als ob sie einen Schlag ins Gesicht bekommen hatte. Patrick Unge unterhält sich jetzt mit den Schiedsrichtern. Wechsel in Marburg. Wir stehen ein bisschen zu weit weg für Harald Jansson. Und wir kriegen jetzt auf geht's Marburg. Einwurf für Marburg. Mena J. Klett. Van der Klöch zieht gegen, nee, sorry, Fitzpatrick zieht gegen Soltau. Das ist immer schwierig, weil die extrem lang ist und sehr gute Verteidigung kann bezüglich das Blocken von Würfen. Foul Freiburg Nummer 5, so ein Arschloch. Erstes persönliches, zweites T-Foul. Ich weiß nicht, ob es die Absicht ist, ob Coach Unger sich das vor dem Spiel ausgedacht hat, aber es ist sehr auffällig, dass Marburg extrem viel zieht gegen Joanna Scheu und das führt bislang auch zu vielen Körben. Fehlwurf beim Defensivrebound, Winfield jetzt unter dem Korb, sehr, sehr unaufmerksam von Marburg. Winfield kann da eigentlich nicht so frei sein, weil es was eigentlich alles organisiert in der Rückwärtsbewegung. Aber sehr gut gesehen und 2 Punkte von Winfield.
eine junge Dame, die 4 Jahre an der Glenville State University in den USA. Das ist eine der besten Division II Schools, die es in den USA gibt. Ja, hat dann als Graduate Student noch ein Jahr gemacht an der Universität in Buffalo und hatte an der Universität of Buffalo hatte sie ungefähr 10 Rebounds im Schnitt. Und es ist eine Aufbauspielerin, die nicht mal bei 1,80 Meter ist. Also sehr beeindruckende Statistik für eine Spielerin in der Größe. Ja, hier, so muss man sagen, da fehlt Pauline Meyer wahrscheinlich jetzt schon sehr bei den Eisvögeln. Viele Probleme auf der Aufbauposition bei Scheu, vor allem in der Verteidigung. Offensiv sieht es eigentlich sehr gut aus, defensiv hat sie ihre Schwierigkeiten. Man kann auch sagen, die Mannschaftsverteidigung klappt da nicht total. Die Gefahr ist, wenn du früh hilfst gegen Marburg, die haben viele Werferinnen, die Dreier werfen können. Und wenn du dann zu viel oder zu früh hilfst, dann knallt der Ball raus und kriegst du einen Dreier um deine Ohren. Aber es bleibt spannend, es ist 38-36, wir haben noch 2 Minuten und 47 auf der Uhr. Und weiter geht's mit dem Einwurf von Bivatov und Klett gegen Winfield. Maynard Jay ist heute Abend unfassbar gut mit der rechten Hand. In St. Louis strahlt jetzt ein Trainer. Scheu, die den Ball fast vertändelt gegen Mariana Bivatov, aber es ist doch noch gut. Der Turnout-Screen von Soltau, viel zu nah an der Seitenlinie. Da ist kein Platz für Winfield. Da kommt sie dann noch glücklich raus. Ein Runner. Ball war nicht am Ring. Shotclock abgelaufen. Ein Runner von Soltau unter Druck der Shotclock. Aber der Screen von Soltau war zu weit draußen. Und dadurch kam das Doppeln. Das macht das Spiel noch ein bisschen langsamer. Und dann kam dieser Wurf unter Druck von Soltau. Klett gegen Winfield, Maynard Jay gegen Winfield, die switchen da alles oben. Jetzt kommt Bivatov rein, da hast du die Hilfe. Da kommt jetzt die Hilfe bei dem Penetration, da geht der Ball raus. Und dann hat Fitzpatrick den Dreier. Wie angekündigt, ob da Soltau helfen sollte, ist was anderes. Reed hier, die einfach größer und stärker ist als Bivatov. Das endet man nicht in ein paar Sekunden. Das werden dieses Spiel auch nicht mehr passieren. Alle Handoffs werden dort jetzt von Freiburg geswitcht. Auch die Ballscreens oben werden jetzt anders verteidigt. Jetzt klaut Maynard Jay den Ball. Fitzpatrick kriegt den Ball und schießt einen Dreier. Scheu jetzt gegen Maynard Jay. Winfield. Soltau im Post-Up gegen Fitzpatrick, eigentlich ein absolutes Mismatch, aber nicht erkannt oder zu spät erkannt. Wechsel beider Mannschaften. Karla Gergelova kommt bei Freiburg. Gergelova ist eine sehr erfahrene, 35 Jahre alte Spielerin, die ursprünglich aus der Tschechien kommt, mittlerweile einen französischen Pass hat. In 2009 noch an der University of Nevada in Las Vegas studierte. Und vor allem eine extrem gute Verteidigerin ist. Und wie findet Harald Jansson dann so eine Spielerin? Durch die Nähe an Frankreich hat Freiburg regelmäßig Testspiele in oder gegen französische Mannschaften. Und da irgendwann haben sie Frau Gergelova gesehen und Frau Gergelova hat einen Lebensgefährte oder Gefährtin, das weiß ich nicht, in Freiburg. Ja, und dann kam von dem einen kam das andere und steht jetzt mit Mena Paunovic wahrscheinlich zu Buche als das älteste Centerpaar, das jemals in der ersten DBBL gespielt hat oder in der Toyota DBBL.
weil die sind zusammen, lass mal schnell rechnen, 82 Jahre alt. Okay, ich denke nicht, dass das eine andere Mannschaft noch aufbieten kann. Baracek jetzt gegen Klett. Ja, Schrittfehler von Martinez. Das war klar. Martinez guckt, als ob es nicht so war, aber... Defense! Ich sag dann doch mal, es war ein Schrittfehler. Winfield jetzt auf der 1, Joy auf der Bank. Pick and Pop mit Paunovic, ein Reject von dem Screen und 2 Punkte für Winfield mit noch 20 Sekunden auf der Uhr. Die Wurfuhr dürfte kein Faktor mehr sein. Van der Klucht gegen Paunovic. Fitzpatrick penetriert, dreht hier und bekommt ein Foul. Foul von Foul Freiburg Nummer 42. Gergelova. Gergelova, erstes persönliches drittes Foul. Wobei ich Gergelova nur gerade abstehen sehen, aber ja, ich bin kein Schiedsrichter, ich moderiere nur. Und Fitzpatrick an der Freiwurflinie mit noch 7,1 Sekunden. Sieben Sekunden sind noch locker, ein Korb zu erzielen. Wir sind jetzt, aber da muss Winfield den Ball nicht so dribbeln, weil er kriegt Klett nochmal den Ball. Kriegt dann einen freien Korbleger und muss extrem schnell den Ball hochwerfen, weil sonst wäre die Zeit abgelaufen und mit diesem Druck ging er dann gerade nicht so rein. Also ich hatte recht, dass man noch in 7 Sekunden locker einen Korb erzielen konnte. Dass es so sein könnte, habe ich natürlich auch nicht erwartet. Und es ist auch bestimmt nicht, was Harald Jansson wollte. Harald Jansson ist jetzt drüber zu den Schiedsrichtern. Er redet bestimmt nicht darüber, welche Pizza die nach dem Spiel haben möchten. Aber Harald Jansson ist normal ein sehr ruhiger Trainer, ein sehr ruhiger Coach. Und wenn Harald Jansson sich mit den Schiedsrichtern unterhält, dann hat er auch wirklich einen Grund dazu, weil sonst ist er eigentlich nur beschäftigt mit seiner Mannschaft. So, wir machen mal eine Pause bei 44:41. Wir warten auf die Statistiken, die ich dann so kurz vor Beginn des dritten Viertels mitteilen werde. Little break here in the action. We're going to be back in English in about 12 minutes and 12 seconds. And we'll give you some stats and some more info on the game. Ja, wo sind Sie denn, unsere beiden Stadtwerke Halbzeitgewinn? Spiel Teilnehmer? Da haben wir einmal hier den Felix. Applaus für Felix. Und Applaus für den Philipp. Kriegt jetzt erstmal hier jeder Ball und wir schmeißen Freiwürfe, und zwar nebeneinander. Ich glaube, wir gehen heute mal an die nahe Freiwurflinie, das ist die hier. Wenn man das jetzt so wegwerfen und abwechseln, jeder wirft fünfmal, also Felix wirft und wirft Philipp. Wenn jeder fünfmal geworfen hat,
hat und es steht nicht unentschieden, dann haben wir ja einen Gewinner. Falls es unentschieden steht, gibt es eine Verlängerung, jedenfalls einen Wurf. Ansonsten ist es eigentlich ganz einfach. Ja, wer mag anfangen? Der Philipp fängt an. Okay, Philipp wirft zum ersten. Jetzt kommt der Felix, du kannst auch hier hin, wenn du machst. 1-0 für den Felix. Weil man nie weiß, was das Leben bringt, sind wir verlässlich an ihrer Seite. Die Württembergische, ihr Fels in der Brandung. Ich denke, wir sind uns alle einig. Im Leben soll man sich immer weiterentwickeln. Das ist nicht ganz so einfach. Also muss man den inneren Schweinen hinübergeben, sich selber aus der Komfortzone rauszuholen. Und dabei braucht man durchaus manchmal Hilfe. Als Finanzcoach unterstützt sie ihr Vermögensberater darin, möglich zu machen, was möglich ist. Bei Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Früher an später denken. Deutsche Vermögensberatung.
Ja, willkommen zurück in Marburg mit Green Day im Hintergrund. Eine kurze Charakteristik und ein bisschen Zurückblick auf die erste Halbzeit. English in a few seconds. Topscorerin bei Marburg ist Magali Menadier, die schon 11 Punkte hat, was nicht selbstverständlich ist bei Magali. Sie ist im Prinzip nicht nur Scorerin, sie kann scoren, aber sie hat große Qualitäten, die auch ohne Punkte sehr wichtig ist für die Mannschaft. Aber das ist natürlich ein Riesenbonus für Coach Unger, dass Magali Menadier 11 Punkte erzielt. Von der Klücht bislang 42 Minuten, ist ein bisschen unglücklich. Ihre Topscorerin tut sich bislang sehr schwer. Mary Baskerville hat 6 Punkte und 5 Rebounds in noch nicht mal 9 Minuten. Das sind super Werte, aber leider, wie auch immer, muss man sagen, wieder 3 Fouls und ja. Musste Patrick Unger sie wieder da rausnehmen, aber die hatte die Werte in diesen fast 9 Minuten sind natürlich extrem gut. Christa Reed, Topscorerin bei Freiburg mit 12, Kapitza mit 9 und Winfield mit 8. Und dann gehen wir mal zurück auf die englische Sprache. Halftime, a couple of stats. Menadier scores 11 for Marburg in 12 minutes. Menadier, not known as a scorer,
high value player, also in other departments, great leader. But scoring 11 points in the first half for her is a big bonus for Marburg, especially when you consider that Michaela van der Klucht scored 2 points and her season average is over 14. So I think she will heat up in the second half. It's not a player that if she starts bad, she's going to continue to play bad. We've seen that in the past. For Marburg, it's Krista Reed with 12, it's Winfield with 8, and Emily Kapica, who was leading the free throw shooting contest, who scored 9 points, 5 of those from the free throw line. Rebounds are about even, turnovers are about even, the shooting percentages are about even, the weather is even. The floor is even, so you might expect a score that's about even, which is the truth. It's a 3-point game, and now we have a 5-point game, because Van der Klucht scored, as I already thought that might happen. Excellent pass from Baskerville, and I'm going to turn the switch again and go back to German, English more later. Kapitza im Post-Up gegen Baskerville fängt den Ball nicht. Schenk macht einen sehr schönen Schrittfehler, wird nicht gepfiffen. Klett auf neuen Schuhen trifft den Dreier nicht. Soltau spielt einen sehr interessanten Outlet-Pass auf Krista Reed, die dann den Ball nicht fängt, aber für Freiburg glücklich geht der Ball von einer Marburger Hand ins Aus. Eine Horns-Aufstellung, die jetzt mehr aussieht wie eine Flex-Aufstellung. Da kommt Daub, die rennt an Baskerville vorbei, als ob nichts passiert. Und dann macht Soltau, was sie absolut am allerbesten kann. Sie zieht nach links und macht einen Korbleger mit links. Van der Klucht frei, weil die Transition bei Freiburg sehr schlecht organisiert ist. Dreier daneben, aber sie holt den Offensivrebound selbst. Neue Wurfuhr, noch 7 Sekunden für Klett. Pick and Roll, sehr schlecht rotiert, sehr spät. Aber wie ich schon in der ersten Hälfte sagte, Soltau kann blocken und das hat sie hier mal wieder unter Beweis gestellt. Winfield penetriert, aber springt und spielt den Pass dann im Springen. Und wenn du vor dem Springen nicht genau weißt, was du machen möchtest, dann fliegt der Ball meistens ins Aus. Wenn du weißt, was du machen möchtest und du springst mit einem Zweck da rein, dann geschehen auch oft gute Sachen. Aber Winfield hat sich selbst ein paar Mal an den Kopf geschlagen und ist wohl auch nicht so zufrieden mit der einerseits Entscheidung und andererseits die Ausführung. Klett versucht, Winfield im 1 gegen 1 zu schlagen, geht nicht. Fitzpatrick, Dreier aus der Ecke, geht auch nicht. Daub mit dem Rebound. In Transition, auch nicht gut verteidigt in Transition, aber der Abschluss ist nicht gut. Und ein Foul von Mirna Paunovic gegen Michaela van der Klucht. Paddy Unge feuert seine Mannschaft nochmal an, haut auf die Bande vor der Spielerbank. Aber es sind sehr solide LED-Bank, also die überleben es. Skank zieht gegen Daub, die ziemlich risikovoll für den Block geht, das auch gut macht, aber mit 3 Fouls kann man auch sagen, sehr gefährlich. Boxert hier beim Einwurf. Skank wieder gegen Daub, die jetzt Skank versucht, den Ball zu werfen und gleichzeitig ungefähr die Fotografin hier neben mir auf dem Boden anzuschauen. Der Ball ging dann ganz überraschend auch nicht rein. Curl Cut hier von Winfield, aber gut verteidigt von Klett und dann sehr clever den Ball aufgenommen von Winfield für einen leichten Korbleger, der allerdings daneben geht. Schnelle Ballbewegung, Skank hier in der Ecke. Der Wurf ist zu langsam.
Sehr gutes Closeout von Winfield. Und ein geblockter Wurf. Bei so einem langen Closeout wäre es cleverer gewesen, von Skank eine Wurftäuschung zu machen und zum Korb zu ziehen, zumal der Wurf von ihr auch sehr langsam war. Aber naja, man trifft eine Entscheidung und es geht oder es geht nicht. Hier ein schlechter Einwurf von Klett auf Baskerville. Wirklich ein schlechter Einwurf. Und hier wieder ein Foul von Mary Baskerville, die jetzt ihr viertes Foul holt in einer Situation ungefähr 25 Meter vom eigenen Korb. Und das muss sie mittlerweile mal lernen, dass eine Spielerin, die so wichtig ist für eine Mannschaft, die jetzt ungefähr bei 12 Spielminuten ist und 4 Fouls, das schadet der Mannschaft enorm. Flexcut jetzt von Reed. Anspiel von Paunovic und ein Bonus-Freiwurf für Krista Reed. Für Regens Gang zurück im Spiel mit Maggie Menardier. Es steht unentschieden. Auf geht's, Marburg! Van der Klucht, Freiburg jetzt in einer 2-3-Zone. Juba gegen Paunovic. Menardier penetriert. Ein vorzüglicher Stil von Harald Jansson und ein perfekter Bodenpass auf den Schiedsrichter, der dann auch sofort den Ball den Freiburgerinnen gibt. Wieder ein Hornset, die wieder in eine Flex-Offense übergeht. Jetzt wird der Cut sehr gut verteidigt von Fitzpatrick. Oder das Anspiel war nicht so glücklich. Daub, die hier sehr glücklich ist, dass sie keinen Foul gepfiffen bekommt. Da reingereached hat. Juba gegen Paunovic. Lennart Juba! Und trifft zum 48-46. Paunovic jetzt gegen Juba. Wir gehen in die andere Richtung. Und Juba zeigt an, dass Mena Paunovic Hooking macht. Da könnte sie recht haben. Marburg Nummer 33, Lena Juba, zweites persönliches, drittes TV. Aber Harald Jansson redet jetzt mit seiner Bankspielerin über die Stelle und die Art der Traps, also von dem Doppeln von der Verteidigung von Marburg. Und versucht klar zu machen, wo sie vor allem nicht mit dem Ball hin sollten. Und die gefährliche Zone ist natürlich immer die Seitenlinie und noch mehr, wenn die Seitenlinie in Nähe der Mittellinie ist. Auf geht's, Marburg! Weil dann hast du grundsätzlich noch 2 Verteidigerinnen mehr. Hier macht Juba einen grottenschlechten Einwurf gegen Klett oder zu Klett, aber eigentlich nicht zu Klett, sondern so Daub spielt dann auf Paunovic, aber Paunovic zieht gegen Juba und sieht kein Foul und kein Korb. Und wir sind wieder bei 0-0. Und Winfield holt ihren so vielen Defensiv-Rebound. Harald Jansson versucht das Tempo etwas hoch zu kriegen. Winfield ins Post-up und sehr schönes Spin gegen Klett, die allerdings auch hervorragend verteidigt. Und der Ball geht über Winfield ins Aus. Winfield hat natürlich gegen Klett keinen großen Vorteil. Also muss sie irgendwie über sie kommen. Aber das war in diesem Fall unmöglich. Und mit einer Täuschung hat es auch nicht geklappt. Freiburg noch immer in der 2-3-Zone. Juba von der Grundlinie hoch mit viel zu wenig Körperspannung ein Dreier. Aber der Offensiv-Rebound
Jetzt Juba mit Körperspannung in die Ecke. Auch Michaela von der Klüft, die jetzt schon mehr Punkte in der zweiten Hälfte gemacht hat als in der ersten. Und Mena Paunovic, die alle Leute davon rennt. Die alle Leute davon rennt mit ihren 47 Jahren und ein Korbleger in Transition macht. Somit haben wir jetzt 51 zu 50 und eine Auszeit für Marburg. Das bleibt spannend. Es ist eine, echt über Strecken, finde ich, ein sehr gutes Spiel, das von beiden Seiten sehr intensiv geführt wird. Es wird viel gecoacht. Es sind viele Veränderungen, offensiv, defensiv. Die ist auch für die Diehards sehr interessant machen, was alles auf dem Spielfeld und neben dem Spielfeld so passiert. Tja, und dann haben wir noch dieses Datum. In 1987 traf mein Idol Larry Bird 57 Freiwürfe in Folge. Und an diesem Datum, oder 59 Freiwürfe, Larry Bird, einer meiner großen Idole, weil er genauso wie ich nicht athletisch und nicht schnell war und trotzdem eine wahnsinnige Spielintelligenz hatte. Bird hatte damals 59 Freiwürfe daneben geworfen, aber an diesem Tag warf er dann endlich eins wieder daneben. Das war eine Bestleistung, die lange in der NBA galt. Aber dann in 93 kam der Herr Mike Williams und der traf doch wirklich 97 Freiwürfe in Folge. Wer kennt nicht Mike Williams? Wir spielen weiter. Freiburg noch immer in der Zone. Martinez mit einem Dreier daneben. Bivatov mit dem Offensivrebound, was auch keine Überraschung ist. Hier zieht Van der Klucht sehr einfach an Annika Soltau vorbei, die ihre Füße nicht bewegt, die sich auf den Block verlässt, aber ein sehr schöner linker Hakenwurf von Van der Klucht, die schon nach der Pause sehr viel mehr bringt als vor der Pause. Soltau ganz überraschend nach links und zwei Punkte. Transition Basket von Marburg gelingt nicht. Der Dreier von Menegay fällt daneben. Harald Jansson pusht seine Mannschaft. Trail Dreier von Paunovic. Und nachdem sie erst ein Rimrunner war und den Ball da rein warf, ist sie jetzt als letzter Trailer aktiv und schmeißt den Dreier rein. Martinez versucht zu penetrieren. Nicht so ihre Stärke, finde ich. Juba wieder mit einem guten Pass in die Ecke. Die Pässe von Juba vom Flügel in die Ecke sind sehr gut, sind sehr fest. Dadurch kriegen die Werferinnen auch einen besseren Pass zu verarbeiten. Und zweimal in Folge treffen sie jetzt auf der Ecke. Nufa zieht nach links und verfehlt den Wurf. Bivatov mit Turbo, aber ist so schnell, dass sie sogar ihre eigene Spielerin vorbeirennt. Und niemand da war und dann den Ball verliert an Winfield, die dann auf der anderen Seite einen Korb erzielt. Man hat den Eindruck, dass Marburg ein bisschen müde wird. Es ist ein bisschen mehr Energie jetzt bei Freiburg so zu sehen. Schlecht gefangen hier von Martinez, die eigentlich einen Doppeldribbel macht, aber es nicht geht. Die dann hier mit einem sehr schönen Handballbewegung den Ball in den Korb kriegt. Ich glaube nicht, dass das zwei Schritte waren, sondern ein paar mehr. Aber gut, der Schiedsrichter pfeift nicht, also dann ist es gut. Hier ist das Foul von Menadier, ein hartes Foul. Wechsel beider Mannschaften. Frau Marburg Nummer 5, Magi Menadier, drittes persönliches. Viertes Teamfoul. Ja.
Freiwürfe von Daub, die bislang noch auf 0 Punkte stand. Daub, die mit ihren 24 Jahren zu den Älteren gehört, abgesehen von den zwei Center-Spielerinnen, aber die schon seit Ewigkeiten in der Bundesliga spielt, über Göttingen, dann USA, dann in Heidelberg war, dann in Portugal, und seit dieser Saison ist sie jetzt im Kader der USC Eisvögel, eine der talentiertesten Aufbauspielerinnen Deutschlands. Soltau mit ihrer zweiten Spezialität, den Rebound. Das Passen ist nicht so toll. Ein wahnsinnig guter Pass von Menadier, aber Baskerville hat überhaupt nicht mit dem Ball gerechnet. Und Baskerville und Paunovic. Baskerville und Kapitsa haben jetzt das griechisch-römische Ringen. Annika Soltau. Und erstes persönliches, zweites Team-Foul. Es bringt Ballbesitz für Marburg. Noch immer die Zone. Martinez, die meiner Meinung nach viel zu viel penetriert. Ich kann natürlich falsch sein, aber Foul Freiburg Nummer 5, Joanna Scheu. Zweites Martinez sehe ich vor allem als eine sehr gute Werferin und sie versucht jetzt die Entscheidungen zu treffen. Ich kann mir vorstellen, dass Bivatov und Menadjei Martinez freispielen würden. Hier kommt der Block von Baskerville auf Martinez. Martinez will wieder was kreieren und macht einen klaren Schrittfehler. Patrick Unger will Verteidigung 2. Und wenn ich das so richtig sehe, sieht das auch aus wie eine Zone. Aber mehr wie eine 1-3-1-Zone. Mit ein paar Matchup-Prinzipien. Das bedeutet, dass sobald eine Spielerin cuttet, dass man mehr in die Mann-gegen-Mann-Prinzipien geht als einer Gebietsverteidigung. Schlechter Pass von Freiburg, gut abgefangen von Marburg. Martinez aus dem Fastbreak raus zum 60 zu 59. Baskerville, die hier von hinten bei Soltau reached. Baskerville, die rennt. Und zweimal in Transition nach Ballverlusten gegen die Verteidigung. Jetzt ist es wieder mehr eine Zone. Die Matchup-Prinzipien bleiben allerdings noch immer. Baratzik wirft. Da wird Freiburg im Rebound keine Chance. Menadjei dribbelt, aber wird sehr gut verteidigt von Baratzik und der Ball geht ins Aus. Wechsel beider Mannschaften für Mary zurück im Spiel. Rachel Kleth, wir haben noch 9,5 Sekunden im dritten Viertel. Wir haben noch 9 Sekunden auf der Uhr. 9 seconds left in the quarter. Der Ball ist jetzt bei Daub, die ist schnell genug, um über das ganze Feld zu kommen. Reed penetriert gegen Klett, wird kein Foul gepfiffen. Dann gibt es einen Offensiv-Rebound und dann wird ein Foul gepfiffen gegen Foul, aber Nummer 19, Mariana Bivatov. Aber man sieht, wie sehr die beiden Coaches hier arbeiten. Mary Baskerville hat 4 Fouls, Patrick Ongel lässt sie nicht drauf für den letzten Ballbesitz von Freiburg. Freiburg bringt Winfield und Reed wieder zurück für die letzte. Für die letzten 7 Sekunden. Jetzt steht Scheu wieder bei der Auswechselbank und wird jetzt wieder eingewechselt, damit Daub ihr viertes Foul vermeiden kann. Und wir haben noch 1,3 Sekunden. Einwurf
ein weiter Einwurf. Soltau. Soltau fängt hier ab. Spielstand nach 30 Minuten. Und stiehlt den Ball 62. Und springt dabei auf Joanna Scheu, die unglücklich landet. Auf das Knie. Und jetzt auf die Seitenlinie humpelt. So, wir warten mal ab, was wir an Statistiken haben. Es ist noch immer ein sehr interessantes Spiel. Wir gehen mit 2-0 oder 62-60 in die letzten 10 Minuten rein. Scheu wird jetzt betreut von einem der Coaches von USC Freiburg, der Andreas Almenroth, der Physiotherapeut der Marburgerin, kommt dazu, aber hat sich auch schon wieder verabschiedet. Hoffentlich ist es nicht so schlimm, es war ein unglücklicher Zusammenprall. Scheu ging hinter dem Ball her, Soltau ging hinter dem Ball her und prallten unglücklich zusammen. Runtergeladen haben, ist aber kostenlos, spamfrei, Sie kriegen nur die wichtigsten und neuesten Nachrichten sowie exklusive Inhalte. Wenn Sie sich eben einloggen in unsere App, dann können Sie die Spielerin des Tages wählen. Zu gewinnen gibt es da ein T-Shirt, ein Fan-T-Shirt. Und Sie brauchen nicht mal Freiwürfe werfen, sondern nur Glück haben, dass Sie durch den Zufallsgenerator ausgewählt werden. 62-60 steht hier nach 30 Minuten am Stadtwerk gegen zwischen Marburg und Freiburg. We're waiting for the stats, so. Harald Jansson redet sehr energisch auf seine Mannschaft ein. Schnell auf Englisch, dann kann ich das schon mal erledigen und dann komme ich gleich zurück auf Deutsch. Bertha Daup, who is the third leading scorer of Freiburg with 10 points per game, finally scored her first 2 points in the quarter. Krista Reed is at 11 and Winfield is Reed is at 15. Mina Paunovic is at 12 and Winfield is at 11. For Marburg, Martinez has 11 now. Van der Klucht has 9, which means that she's already scored 7 after halftime. And everything is still very even. So it's not amazing that it's only a 2-point ball game. Here we go for the final 10 minutes. Let's see what we're gonna get. Man to man. Or as my colleague Bill Raftery would say, and a little man to man. Marburg wieder in einer Mann-gegen-Mann-Verteidigung. Oder heißt das jetzt Frau-gegen-Frau-Verteidigung? Ich gendere eigentlich nicht. Und Freiburg bleibt in der 2-3-Zone. Mena J. Klett. Noch 6 Sekunden auf der Uhr. Fitzgerald. Mena J. Gute Wurftäuschung, ein Dribbling, sehr gutes Pull-up-Shot. Daup Vollgas in die andere Richtung, wird abgestoppt. Winfield kriegt den Ball dann. Sehr schönes Turnaround-Jump-Shot von Winfield im Wegfallen über Rachel Klett. Freiburg 2-3-Zone, Klett in der Ecke gegen Kapica, ist ein bisschen größer. Fitzgerald. Mit dem Dreier von oben an der Birne. Fitzgerald, die im letzten Heimspiel gegen Herne Dreier im letzten Viertel traf und damit die Entscheidung forcierte. Sehr abzuwarten, ob das jetzt nochmal gelingt. Hier der Flex-Offense von Freiburg, sehr gut abgeschlossen nach einem kleinen Curl-Cut von Krista Reed. Freiburg bleibt in der Zone. Mena J. in die Ecke auf Fitzgerald und ja, es ist wieder das
vierte Viertel und Fitzpatrick steht schon wieder bei 2 Dreien. Sehr schöne Bewegung hier von Reed, die sehr überzeugend spielt. Sehr ruhig. Eigentlich ist sie auffällig, unauffällig, aber sie erzielt ihre Punkte, sie holt Rebounds. Wirklich eine hervorragende Spielerin. Wechsel Marburg. Marburg wechselt. Zurück im Spiel, Reed jetzt Skank. Skank für Klett. Noch 7 Minuten 46. Joanna Scheu steht hier links neben mir und hat noch immer Probleme mit dem Knie. Also ich bezweifle, ob sie zurückkommen kann. Das Gesicht ist schmerzverzogen. Lass uns hoffen, dass es nicht so schlimm ist. Hornset. Eigentlich danach eine Art Isolation für Daub, die dann vorbeizieht und einen leichten Korbleger hat. Bivatov jetzt frei von der Dreierlinie daneben. Rebound Reed. Kapica im Post-Up gegen Menadier, das ist eigentlich ein Riesenvorteil. Soltau jetzt an der Dreierlinie, was noch nicht so ihre Spezialität ist. Und der Ball hat den Ring dann ein wenig berührt, aber dann auch nur ein wenig. Handoff von Kapica mit Daub. Kapica rollt dann ab. Wirft mit links und wird dabei gefoult von Maura Fitzpatrick. Wechsel Marburg. Werferwechsel bei Freiburg. Foul Marburg Nummer 10, Maura Fitzpatrick. Drittes persönliches, erstes Teamfoul. Dritter Foul von Fitzpatrick, third Foul von Maura Fitzpatrick. Emily Kapica wieder auf der Linie. Und wir haben noch 7 Minuten. Und noch immer haben wir keine Meldung, wer weiß, wo Schramberg liegt. 70-69 zu spielen, noch 6 Minuten 54. Auf geht's, Marburg! 70-69 und die Uhr geht nicht. Trotz der Dreierriege von Fitzpatrick bleibt bei Freiburg in der Zone. Jetzt Dreier von Martinez und auch die trifft. Fabian Martinez! Zum 73-69. Soltau zieht nach links, wird gefoult. Offensivfoul Freiburg, Nummer 12. Annika Soltau. Sorry. Zweites persönliches. Soltau wird nicht gefoult. Soltau fault, sagt der Mann im grauen Trikot. Und somit Ballverlust für Freiburg und einen Einwurf für den BC. Fitzpatrick, die hier zieht. Defense! Und nach ihren 2 Dreiern, wo sie sehr aggressiv verteidigt wurde, macht sie eine sehr gute Entscheidung und geht zum Korb. Daub von der Dreierlinie auf den Flare Cut. Sehr guter Pass von Reed. Und es bleibt spannend. Martinez wieder von der Dreierlinie, jetzt nicht Fitzpatrick, auch nicht von der Dreierlinie, von der Klucht innen. Und wenn der Ball von innen nach außen geht, geht es meistens gut. Und Martinez hier mit einem Floater, die sie wahrscheinlich in der vergangenen Woche einstudiert hatte, die habe ich bei ihr noch nie gesehen.
Schrittfehler, Ball besitzt Marburg, Auszeit, Freiburg, Auszeit, und Freiburg. Ein Ballverlust beim Penetration von Peter Daum. Auszeit für Freiburg. 5 Punkte Unterschied und noch 5 Minuten zu spielen. Yeah, it remains a close game. It's both teams show a lot of heart and a lot of guts after the tough week they had. Freiburg is playing a ton of zone, and I'm very curious if they're going to stay in the zone now or not. Maybe they will change their defense now they took a timeout. You might think they want to break a little bit of the rhythm of Marburg. I think Marburg found the rhythm against the zone. But we'll see in a couple of seconds. Ja, Marburg spielt sehr gut gegen die Zone. Warum spielen sie gut? Weil sie die Dreier treffen. Aber die Würfe, die sie rausspielen, sind auch meistens gute Würfe. Und wenn es gute Würfe sind, ist die Chance, dass man trifft, auch besser. Die Pässe zu den Werferinnen sind gut bis sehr gut. Dann muss mal Freiburg etwas härtere Closeouts machen auf zum Beispiel Fitzpatrick, die dann eine sehr gute Entscheidung trifft zum Ziehen. Martinez einmal mit einer sehr guten Entscheidung, mit einer Wurftäuschung und einem Floater. Also der Rhythmus ist jetzt da bei Marburg. Und ja, wie schon vermutet, Freiburg wieder zurück in eine Mann gegen Mann Verteidigung. Skenk versucht zu penetrieren. Daub verteidigt es extrem gut. Juba gegen Paunovic. Juba mit einer sehr schönen Täuschung. Und Lena Juba! Ich frage mich, wo Lena Juba diese Bewegung gelernt hat, aber die war hervorragend. Die Mitte angegriffen, mit einem Dropstep zurück zu der Seite, wo sie herkam. Und ein freier Wurf über oder neben Mirna Paunovic. Wieder der Flex-Offense von Freiburg. Mit noch 4 Sekunden auf der Uhr wird es eng. Reed mit dem amerikanischen Schrittfehler. Noch gute 4,5 Minuten vor. Ich würde sagen, Danger Zone für Freiburg. 7 Punkte Unterschied. Marburg! Und ein Stopp muss jetzt her, weil sonst kann es sehr eng werden. Fitzpatrick mit dem Handoff von Skenk. Martinez mit dem High Pick and Roll mit Van der Klucht, die dann über die viel kleinere Winfield wirft, aber daneben, den musst du eigentlich machen. Und dann wird Soltau beim Dribbling gefoult. Marburg Nummer 25, Michaela Van der Klucht, zweites persönliches, zweites Team-Foul. Defense! Paunovic mit einem Pick and Pop. Jetzt zieht sie gegen Juba. Zieht viel zu einfach vorbei. Verfehlt dann den Wurf, aber holt dann den eigenen Offensivrebound. Mit einem sehr guten Bodenpass auf Reed, die abschließt. Und 5 Punkte Unterschied mit noch 4 Minuten. Van der Klucht gegen Soltau. Juba gegen Paunovic mit einem sehr guten Pass auf Skenk, die ohne Ball in die Tribüne geht oder in die Zuschauer geht. Jetzt kommt nochmal Martinez und nochmal mit einem Floater und nochmal mit einem Erfolg. Martinez überrascht mich wirklich mit ihren Floaters, aber wie gesagt, vielleicht haben sie diese Woche daran gearbeitet. Daub aus dem Pick and Roll. Offensiv-Rebound für Paunovic. Die wird hier abgeräumt von Juba. Fliegt dabei auf den Boden. Jetzt hast du Überzahl. Jetzt ist die Überzahl allerdings weg. Wechsel beide Mannschaften. Paunovic wird für Lena Juba ersetzt von Kapica. Zurück im Spiel Mary Baskerville. Noch 3 Minuten, 1 Sekunde. Auf geht's, Marburg!
Und Freiburg muss jetzt noch immer aufpassen. Sie sind 7 Punkte. Wenn es jetzt 9 oder sogar 10 werden, dann wird es sehr hart, denke ich. Berskow will im Post-up gegen Kapitza. Da kommt Skenk mit einem sehr guten Kick-Out auf Van der Klucht, die einen sehr guten freien Wurf hat, aber daneben wirft Reed mit dem Rebound. Und Freiburg lebt noch. Handoff von Kapitza, zurück in den Ballscreen. Hier dreht sie sich allerdings komplett fest in Baskerville und in Skenk. Und jede Sekunde ist jetzt ein Vorteil für Marburg. Und ein Ballverlust, der Ballverlust von Britta Daub gerade eben, es kann sehr tödlich sein. Jetzt ein Ballverlust von Van der Klucht, die dann sehr energisch versucht, den Ball zurückzugewinnen und dann dafür ein unsportliches Foul kriegt. Es entspricht den Spielregeln, aber wenn du um einen ganz klaren Kampf um den Ball da ein Pfiff bekommst, ist das schon bitter. Aber Pfiff geht in Ordnung. Schiedsrichter haben keine Wahl. Daub auf der Freiwurflinie in sehr schönen türkisenen Schuhen. Ich weiß mindestens ein Fan in der Halle, die die Schuhe extrem schön findet. Marburg! Und 81-76 mit Ballbesitz für Freiburg. Freiburg nimmt die, meine zweite Auszeit der zweiten Halbzeit und somit verbleibt für Freiburg nur noch einer. Intentional foul for Van der Klucht after she turned the ball over. According to the rules, the refs have to call an intentional foul in this situation because it basically stopped the breakaway layup in transition. It was a little bit unfortunate because both went for the ball, I thought, and yeah, she just fouled. It was a foul, and like I said, according to the rules, it has to be an intentional or unsportsmanlike foul, but to be honest with you, I don't like that rule that way. Ich bin sehr neugierig, wie Freiburg das Spiel zu Ende spielt, ob die Kraft danach lassen und oder wie am vergangenen Mittwoch im Pokalspiel in Saarlouis, wo sie am Ende ziemlich, noch 2:14 zu spielen. Ja, wie soll ich es sagen, ziemlich statisch gewirkt haben und führt mit dem Vorsprung eigentlich nicht so gut gespielt haben. Es wurde sehr statisch, es war nicht mehr aggressiv Richtung Korb und Saarlouis hat das dann ausgenutzt. Jetzt liegen sie hinten, vielleicht ist doch ein bisschen mehr Dynamik im Angriff als gewünscht. Sie versuchen Soltau hier ins Post-Up zu kriegen, aber die wird weggeschoben von der Klucht. Soltau poppt jetzt, geht nach links und macht dann ihren Spin-Move. Wenn sie nach links sieht, ist das ihren Counter-Move und der ist überragend gut. Es ist auch sehr schwer zu scouten, weil sie halt diese beiden Bewegungen nach links mit dem Korbleger und den Spin sehr gut beherrscht. Mena Jay spielt hier 1 gegen 1 gegen Winfield und bekommt ein Offensivfoul. Das nicht so wertgeschätzt wird von Andreas Almenroth, den Physiotherapeuten vom BC Marburg. Aber es ist vielleicht gut, dass er in die Kabine verschwindet, weil sonst kriegt vielleicht BC Marburg Bank ein technisches Foul. Aber Ballverlust von Mena Jay vom BC Marburg und somit die Chance für Freiburg auszugleichen. Winfield jetzt im 1 gegen 1 gegen Mena Jay. Kriegt jetzt einen Block von Kapitza, zieht zum Korb, Hangtime. Kapitza holt den Offensivrebound, wird dabei
etwas torpediert von Maura Fitzpatrick, die zum Marburg Nummer 10, die zu Freiwürfen von Kapitza. Ja, das ist der Vorteil. Kapitza rollt nach dem Ballscreen, rollt sie sehr hart ab. Winfield geht zum Korb. Die Verteidigerin von Kapitza hilft bei dem Penetration. Und dadurch ist der Weg zum Korb für Kapitza frei. Also das Abrollen, das hilft nicht nur beim Abrollen, damit man den Ball fängt und Korb erzielen kann, sondern auch beim Offensivrebound. Ja, Kapitza trifft einmal. Also sind wir bei 81-79. Daub hier sehr aggressiv gegen Skenk. Van der Klucht, Skenk hier gegen Daub. Skenk versucht zu ziehen, versucht das Foul zu ziehen. Kriegt das Foul nicht. Noch eine Minute 17. Und verliert dabei den Ball und somit ein Wurf für die Eisvögel. Daub gegen Skenk. Winfield wieder das High Ball Screen mit Kapitza. Rejected jetzt. Jetzt ins Post-Up gegen Maynard Jay. Dann kriegt Soltau den Ball unter den Korb irgendwie. Aber wirft ihn dann auch irgendwie daneben. Und wir haben noch 48 Sekunden. Jetzt kriegen wir das High Pick and Roll. Nein, wir kriegen jetzt das High Pick and Roll mit Baskerville und Maynard Jay. Maynard Baskerville raus. Auf Van der Klucht. Michaela Van der Klucht. Auf diesem Short Roll. Das bedeutet also, dass Baskerville kurz abrollt zum Korb und nicht den kompletten Weg zum Korb geht. Kriegt den Ball kurz aus dem Pick and Roll, spielt den Pass in die Ecke auf Michaela van der Klucht, die dort den Dreier reinwerft. 36.2 seconds. Very excellent pass from Michaela van der Klucht, Mary Baskerville, kicking the ball to the corner after she rolled short to the basket. If you roll too deep, you cannot throw that pass. You might not even be able to receive the pass, so smart pass by Maynard Jay and an excellent pass into the corner by Baskerville. And a good, and it's a 36 seconds on the clock and a two possession ball game. En nog twee, Freiburg braucht minimaal nog twee balbesitzer om das Spiel zu drehen oder auszugleichen. Beim letzten Einwurf gingen sie mit einem Decoy, also eine Ablenkung oben, haben sie versucht, um Soltau ins Post-Up zu kriegen. Jetzt sind wir mal sehr gespannt, was passiert. Daub wirft ein. Die Aufstellung ist jetzt anders. Es sieht aus wie ein Elevator Screen, also ein Block, wo Kapitza und Soltau oben zusammenkommen, um Reed freizukriegen. Soltau slippt den Screen, aber wirft den Ball daneben. Defensiv Rebound ist bei Marburg und Freiburg muss jetzt faulen. Aber Marburg fault nicht und dann spielt Skenk ein unglaublicher Pass auf Fitzpatrick. Die musste überhaupt nicht passen, die musste den Ball normal festhalten und so geht. Hat Freiburg doch nochmal ein bisschen Leben. Das wäre eigentlich entschieden gewesen. Daub kann auch nicht mehr so lange warten. Aber wartet sehr lange. Da kommt Reed, spielt auf Kapitza, die macht ihn jetzt rein. Ui, das war nicht so eine glückliche Entscheidung von Skenk, um den Ball da reinzuwerfen auf Fitzpatrick. Weil es gab Marburg einen Ballverlust und nochmal Ballbesitz für Freiburg, den sie jetzt ausgenutzt haben. Didn't quite understand the decision of Regan Skenk to throw the ball inside to Fitzpatrick, who, in my opinion, didn't even think that the ball would be coming to her. But it gave new life to Freiburg. They're still down three. It's still 14 seconds on the clock. Timeout Marburg. It's the second, so Marburg still has one left.
No timeouts left for Freiburg. But with 14 seconds on the clock, you have no choice. Maybe you can run one trap, but then you have to foul. Ja, was muss Freiburg jetzt machen? Es ist ganz einfach. Man muss den Ball haben. Wenn Freiburg den Ball nicht mehr kriegt, behaupte ich mal, dass Marburg das Spiel gewinnt. Ich weiß, das gehört in der Reihe der großen Philosophen, aber ich denke das recht. Wenn Freiburg den Ball nicht mehr hat, machen sie keinen Korb mehr. Es gibt also Einwurf für Marburg in der Offensivhälfte. Du kannst versuchen, einmal, wenn nach dem Einwurf der Ball ins Feld geht, ein Trap zu spielen. Also versuchen zu doppeln mit mehreren Spielerinnen auf den Ball zu spielen. Aber danach musst du faulen, wenn der Trap nicht klappt. Dann musst du faulen. Hier kommt Mena Jay, spielt den Pass sehr gut zurück. Das ist sehr gut gepasst hier von Marburg, die extrem gut den Ball jetzt rund spielt. Und fast 9 Sekunden von der Uhr nimmt. Foul Freiburg Nummer 12, Annika Soltau, drittes persönliches, zweites Teamfoul. Noch 5,7 Sekunden. So wie Marburg diese letzten 9 Sekunden gespielt hat, das heißt auf Englisch Hot Potato, also heiße Kartoffel, so schnell wie möglich den Ball wieder loswerden, dass man nicht gefoult werden kann. Jetzt sind es noch 5 Sekunden und jetzt wird es sehr eng. Von der Klücht, jetzt wird von der Klücht von Soltau und Daub fast beerdigt. Aber der Schiedsrichter ahnt es wie ein normales Foul. Ich glaube, dass Daub und Soltau nicht genau wussten, was da los war. Mena Pognovic kommt jetzt nochmal. Was man zum Beispiel jetzt machen könnte bei Freiburg, ist, dass man die größte Spielerin, in diesem Fall Annika Soltau, auf den Ball stellt und den Einwurf wegnehmen kann. Aber Reed steht da und dann ist der Pass für Van der Klucht ist viel einfacher. Sie spielt jetzt einen sehr falschen Pass auf. Soltau, aber Soltau trifft den letzten Wurf nicht mehr. Also ein paar sehr unglückliche Entscheidungen von Marburg am Ende, die für Marburg Gott sei Dank gut ausgehen. Für Freiburg etwas unglücklich. Endstand Marburg 84-81 in einem Spiel, von dem ich sage, ja, ein Unentschieden wäre vielleicht besser gewesen. Beide Mannschaften, finde ich, eine sehr starke Leistung gezeigt. Vor allem, wenn man in Betracht nimmt, was diese Mannschaften schon in der vergangenen Woche an Belastung hatten. Vielleicht ein paar Entscheidungen von den Schiedsrichtern, die etwas Vorteil bei Marburg bewirken. Ich weiß es nicht 100% sicher. Hat ab und zu so ausgesehen, aber es waren auf der anderen Seite auch wieder ein paar Entscheidungen, wo du sagen kannst, naja, da hat Freiburg Glück gehabt, also vielleicht gleicht sich das wieder aus. Letztlich finde ich, dass die Mannschaften es entschieden haben, in einem nochmals betont guten Spiel, teilweise sehr guten Spiel, was sich wirklich gelohnt hat zuzuschauen. Ich mache noch was auf Englisch, bin dann danach noch kurz zurück auf Deutsch und mit den letzten Statistiken und dem letzten kleinen Rückblick. Und die Wahlurne ist zu in 3, 2, 1, zu! So, hier sind die Statistiken. Martinez mit, ich habe versprochen, dass ich das erst auf Englisch mache, nicht wenn die Leute da reiten. Also, Entschuldigung, erst Englisch und dann bin ich auf Deutsch wieder da. Yeah, final couple of words, very closely contested game. At the end, you always need a little bit of fortune to win games like this. Marburg maybe a little bit more fortunate. Leading scorer for Marburg,
Martinez with 18 in 20 minutes, which is excellent. Menage with 13, 11 of them in the first half. Fitzpatrick 14, Van der Klucht with 12, 10 of those coming after halftime. Ja, wir kommen zur Auflösung. For Freiburg, Winfield with 13, Reed with 21, Kapitza with 13, Britta Daub also with 9, Annika also Zoltau scored 10. Courageous effort for Zoltau after she was ill the entire week and still played a 34 minutes game and ja, scored that du many hast points. So, excellent. Du hast excellent. Für Lena abgestimmt, dann wirst excellent du enttäuscht effort sein. By her. Spielerin des Tages excellent effort. Maggie Menardier. Excellent effort by both sides, I feel. It was a Herzlich good game. It was at a high level. Something you could maybe not Dankeschön. Expect after both teams had a very tough last week. Morgen spielen wir in St. Louis und so in zwei Wochen, genau zwei Wochen, der Tag vor Heiligabend. Wer hat sich eigentlich das ausgedacht? That's the situation. Sie das nächste Heimspiel, 23.12. Freiburg now is at 5-5 and Marburg is at 4-6. So Marburg's closing in the standings. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Thanks for watching. I won't be doing the next game because I'll be leaving for a couple of days around that time. So everybody already, I wish you a Merry Christmas and one of these days, in a couple of weeks, I'm going to be back. So until then, stay safe, stay healthy and Merry Christmas and until the next time. Ja, das war's aus der Georg-Gassmann-Halle in Marburg, nicht in Freiburg. Da ist der Unidom. Ein in meinen Augen sehr gutes Spiel, das auch entschieden wird von ein wenig Glück. Nochmal die wichtigsten Statistiken. Martinez mit 18 Punkten in 20 Minuten, was überragend ist. Menardier mit 13, Fitzpatrick mit 14. Van der Klucht mit 12, 10 davon kamen nach der Pause. Christa Reed mit 21 bei Freiburg. Kapitza und Winfield mit 13 bei Freiburg. Soltau mit 10 und das nach einer Woche Krankheit. Eine sehr gute Leistung mit 34 Minuten Spielzeit trotz Krankheit. Ein großes Lob an Annika Soltau. Sowieso ein großes Lob an beide Mannschaften für die Gesamtleistung über das ganze Spiel. Ja, und alles war eigentlich ziemlich ausgeglichen. Fouls, Rebounds und so weiter. Also, dass es ein enges Spiel war am Ende, das ja, war nicht anders vorherzusehen, wenn man den Spielverlauf sich anschaut. Das war's aus Marburg. Ich verabschiede mich von euch, für die es noch nicht wussten und gerne wissen. Mein Name ist René Spandau. Ich bin beim nächsten Heimspiel der Marburgerinnen nicht dabei, weil ich mit meiner Freundin ein paar Tage verreise und wir uns das Spiel bestimmt im Stream anschauen. Aber im Januar bin ich wieder für euch da. Ich wünsche euch allen eine schöne Adventszeit, schöne Weihnachtszeit und wir sehen und hören uns dann irgendwann wieder in ein paar Wochen. Bleibt gesund, passt auf euch auf und tschüss!